Vor langer Zeit, in einer zerstrittenen Welt, verweigerten sich die Titanen Arun und Shara ihrem Schicksal und entrannen somit dem ewigen Krieg. Sie verliebten sich und träumten vereint von einer friedlichen Welt. Die Welt ihrer Träume hüllte sie ein. Doch das Schicksal lässt sich nicht so leicht abwenden. Dunkelheit senkte sich über Aruns und Sharas Traum. Und die Welt wartet auf Helden, die sich ihr entgegenstellen. Ja, willkommen, liebe Leute, zum letzten Beta-Wochenende von dem MMO Terra. Jawohl. Ja, Terra, wenn ihr davon noch nie was gehört habt, willkommen im Club. Ich bin da auch noch ganz frisch eingetaucht in die Welt. Ich habe nur ein paar Videos gesehen, vielleicht, ja, wenn es zusammenkommt, so 20, 30 Minuten. Und dann habe ich mir das Ding direkt nochmal vorbestellt, deswegen habe ich auch diesen Beta-Key hier bekommen. Ja, und dann will ich euch mal, ja, die Eindrücke vermitteln, die ich hier sammeln werde. So, wir haben hier, wie für ein MMO typisch, erstmal die Serverauswahl. Dann nehmen wir natürlich den deutschen. Ja, und jetzt sind wir hier, ja, in der Charaktererstellung, beziehungsweise wir gehen dahin. Wir laden uns da den Weg hin. Ja, liebe Leute, ich musste einen kleinen Cut machen. Mein Aufzeichnungsprogramm hat sich irgendwie automatisch beendet oder lag es am Spiel. Keine Ahnung. Ja, wir sind zurück hier im Charaktererstellungsmenü. So, Leute, ich habe hier noch gar nichts gesehen von. Was haben wir denn da alles? Also, die Menschen männlich-weiblich, ja. Mensch muss es ja geben. Dann Kastanik. Was sind denn das? Oh, das sieht so ein bisschen nach, ja, Blutelfen-Style aus, wie in World of Warcraft. Das Spiel mit den bösen Buchstaben, beziehungsweise das Spiel mit den drei Buchstaben. Die Aman. Oh, das sieht natürlich interessant aus hier. Kann man den drehen? Nee, schade. Gibt's auch in weiblicher Form nochmal? Guck mal hier, was sind, was Muskeln hier oder was Schuppen das sind hier. Popori. Boah, die sind ja cool. Wie niedlich, süß. Dann die Elin. Ja, das scheinen hier so Elfenwesen zu sein oder so. Baraka haben wir. Oh, guck mal hier, das sieht aus wie so Stein. Ja, so riesige Steintypen. Die gibt es nur in der männlichen Version, so wie es aussieht. Und ja, Elfen dürfen natürlich auch nicht fehlen. Die Hochelfen haben wir natürlich auch im Programm. Ja, ihr seht es schon am Stil. Das Ganze ist, ja, sehr asiatisch angehaucht. Aber ich denke, wer damit leben kann... Also, sieht sehr detailliert aus, die Figuren. Ja, sieht sehr detailliert aus. Ja, was nehmen wir? Was nehmen wir? Das würde mich natürlich mal interessieren. Ach, da steht auch immer noch ein Text dazu. Ja, mich würde der ehrlich gesagt... Nee, Popori würde mich da wirklich mal reizen hier. Ich finde die ja cool. Die haben irgendwie was. Ja, Popori. Natur ist ewig, Popori sind Natur. Als von den Elen erweckte Wächter der Natur leben die Popori harmonisch in ihrer natürlichen Umwelt. Wegen ihrer zwergenhaften Gestalt und ihrer warmen, wuscheligen Erscheinung möchte man ihnen ihre instinktive Wildheit im Kampf gar nicht zutrauen. Auch wenn sie aufrecht gehen mögen, ihre Gefühle und Instinkte sind denen der Tiere was näher, von denen sie abstammen. Sie sind selbstbewusst und ohne Scham. Nur selten empfinden sie Schuldgefühle, Verlegenheit oder Traurigkeit. Ja, scheinen ja wohl die richtigen Berserker hier zu sein. Kampftitan. So, was haben wir denn da für Klassen? Krieger, oh, ey, optisch gefällt mir das wirklich ausgesprochen gut. Ja, Krieger hätten wir da. Lanzer, was ist... Oh, hier, Mega-Lanze oder was? Zerstörer. Berserker.
Naja, das gefällt mir nicht. Zauberer. Bogenschütze. Priester. Und Mystiker. Ja, guck mal doch mal, was die einzelnen Klassen, was die so voneinander unterscheidet. Ach hier, guck mal, Mystiker, Kontrollfähigkeit, 5 Sterne Angriffsfähigkeit, 2 Sterne Heilfähigkeit, 4 Sterne Unterstützungsfähigkeit, auch 5 Sterne. Mystische Zauberer, die auf dem Grat zwischen Licht und Finsternis wandeln. Mystiker bündeln die Urkräfte der Welt. Mit Hilfe von magischen Angriffen und Heilung unterstützen sie ihre Verbündeten. Sie können außerdem ihren Feinden die Lebensessenz rauben und dazu benutzen, ihre Mitstreiter zu stärken. Aber klingt doch schon mal interessant. Ja, das lese ich jetzt nicht alles vor hier mit den Sternen. Mal gucken, was so Priester drauf haben. Heilige Krieger, gesegnet von den Göttern. Priester kanalisieren die Kraft der Götter, um ihre Verbündeten zu heilen und zu beschützen. Im Gegenzug für die mächtigen Kräfte ihrer Gottheit lehnen sie schwere Rüstung und Waffen ab. Solange ihre Verbindung zu den Göttern stark bleibt, sind Priester energisch und entschlossen im Kampf. Alles klar, das sind dann wohl so die Heiler. Ja, Bogenschütze wird wohl klassisch Fernkampf sein, ne? Flinke Scharfschützen, die von der... Was? Die von der aus Distanz angreifen. Oh, Übersetzungsfehler hier, bitte nochmal verbessern. Die von der aus Distanz angreifen. Schönes Deutsch, ja. Bogenschützen können die Reihen einer gegnerischen Armee ausdünnen, indem sie mit tödlicher Präzision eine Pfeilsalve nach der anderen abschießen. Sie tragen zwar keine schwere Rüstung, aber wenn ein Bogenschütze... Was? Aber wer einen Bogenschützen im Nahkampf herausfordert, wird schnell herausfinden, wie beweglich und gewandt Bogenschützen sein können. Boah. Zauberer. Besitzer reichen Geistes und arkaner Mächte. Zauberer nutzen und bündeln arkane Magie durch ihre linsenähnliche Scheiben. Sie töten aus weiter Entfernung und richten bei gegnerischen Gruppen großen Schaden an. Manche behaupten, die Seite mit den fähigsten Zauberern... Mit dem fähigsten Zauberer trage den Sieg davon. Mein Gott, schwere Geburt. Ja, Berserker, ne? Brutale Plünderer der Schlachtfelder. Die Angriffe der Berserker mögen als wild und von Raserei getrieben erscheinen. Aber ihr Axtschwung ist viel gezielter, als es den Anschein hat. Die gewaltigen Angriffe der Berserker sind für Gegner nur schwer vorherzusagen oder abzuwehren. Ja, klingt nach Damage-Dealer. Zerstörer. Schwertschwingende Kämpfer, die mit dem Tod tanzen. Ihre gewaltigen Großschwerter verleihen den Zerstörern ein furchterregendes Aussehen auf dem Schlachtfeld. Sie bewegen sich zwar schnell, aber sie bevorzugen brachiale Gewalt gegenüber Präzision. Ja, Lanzer wird dasselbe in Grün sein, hä? Mächtige Wächter mit starkem Angriff und effektiver Verteidigung. Lanzer sind unerschütterliche Verteidiger, die ihre Verbündeten vor feindlichen Angriffen schützen und gleichzeitig mit ihrer Lanze und ihrem Schild außergewöhnlich großen Schaden verursachen. Ein heranstürmender Lanzer bietet einen furchterregenden Anblick für seinen Gegner. So unerbittlich wie der Tod und so unaufhaltbar wie die Flut. Ja, und der Krieger. Dynamische Kämpfer, die mühelos zwei Klingen führen. Krieger verlassen sich im Kampf auf ihre blitzschnelle Geschwindigkeit. Sie führen in jeder Hand eine Waffe und greifen mit perfekter Koordination an. Mit ihren relativ leichten Waffen und Rüstungen legen die Krieger den Schwerpunkt eher auf perfektes Timing und Zielgenauigkeit, anstatt auf brachiale Gewalt. Ihre Verbündeten vertrauen darauf, dass sie die Aufmerksamkeit der Gegner auf sich ziehen. Ah, komm, ich nehme mal einen Krieger hier. Zwei Waffen ist nie verkehrt. So, was gibt's denn hier jetzt? Ah, jetzt können wir noch mal ein bisschen herumbasteln am Optischen. Oh, hier Puma-Style. Das ist eher so der Hamster-Look. Och, Kätzchen. Oh, da gibt's doch noch mehr. Mal Hasen. Och, süß. Oder was mir gefällt? Nö, da muss man selbst. Was ist das hier? Ach, das ist zufallsgeneriert. Oh, aber ein bisschen traurig hier, ne? Also die Katzen, die gucken ein bisschen traurig. Ja, vielleicht können wir da im Gesichtsmodus noch was ändern. So, jetzt können wir den auch drehen hier. Das nehmen wir den mal hier. Ach Gott. Ja, Leute, also ihr seht, da könnt ihr euch schon ordentlich austoben. Wir nehmen mal so einen 0815 Standardschwanz. Gesicht, ja, was haben wir denn da zur Auswahl? Also sieht aber nicht mehr so nach Katze. Nee,
ist ja was ganz anderes hier. Ah, und da können wir noch die Farbe festlegen, oder wie? Das sieht aber ein bisschen anders aus wie hier auf dem Bild, ne? Naja. Ah, jetzt können wir das ändern. Wunderbar. Was ist das denn hier? X auf dem Kopf, oder was? Komm, wir nehmen mal so ein ganz normale hier getigerte. Au, jetzt geht's sogar noch in die Details. Boah, nee, da, also da halte ich mich da eher immer ein bisschen bedeckt, weil das artet zu sehr aus. Also wir können hier nochmal Kiefer, Wangenknochen, Braue, können wir alles einstellen. Ach, hier, da geht's erst los. Knochenbau, Augen hätten wir noch. Die Form. Oh Gott, nee. Zugekniffen. Ja, das war eigentlich schon so ganz gut, wie es war. Ach Gott, was mir alles einstellen kann. Ja, das ist einiges. Drehung, Stellung. Ah, so leicht hängt, ne? Und die Größe ganz wichtig. Ah, nehmen wir große Schlappohren hier, ja? Kleidung. Alles klar. Können wir uns jetzt schon aussuchen, die Kleidung, oder wie? Ach, guck mal hier, Baron von Carterson. Was nehmen wir denn? Das sieht so ein bisschen dorfmäßig aus. Ah, das gefällt mir eigentlich schon recht gut. Ah, das ist zu edel. Das auch. Ah, dann nehmen wir mal das. So, die Stimme. Was haben wir denn da? Hallo? Oh, das ging. Ich nehme mal die letzte hier. Ja, Name. Ja, völlig klar, was wir dann nehmen, wenn es nicht schon wieder vergeben ist. Wie? Sonderzeichen. Achso, weil ich das K groß habe. Ach, wunderbar. Er ist noch vorhanden. Gut. Ja, lieber Kater Darkson, dann stellen wir dich mal fertig. Und da ist er, unser Krieger. Und da würde ich sagen, Charakter ist erstellt. Oh, den Server haben wir auch. Optionen habe ich auch schon mal ein bisschen rumgespielt. Und da würde ich sagen, legen wir doch mal los. Und schauen mal, was uns da erwartet in Terra. So, jetzt seht ihr hier die Tastaturbelegung und die Mausbelegung. Ich hätte natürlich besser mal aufpassen sollen. Boah, Ladezeiten recht schnell, muss ich sagen. Ja, Leute, dann mal viel Spaß in Terra. Die Insel der Dämmerung. Endlich geht's zur Sache. Habt Geduld. Diese Insel hat die erste Expedition das Leben gekostet. Hochmütige sterben hier früh. Ha! Der es wagt, sich mit mir anzulegen, stirbt hier vielleicht früh. Wer ist dabei? Ich bin dabei. Seit ich von der geheimnisvollen Insel hörte, die sich aus dem Meer erhob, träume ich davon, sie zu sehen. Ihr braucht ehrgeizigere Träume. Wo es eine geheimnisvolle Insel gibt, gibt's auch uralte Schätze. Der perfekte Ort für mich also. Bei den Titanen. Diese Insel ist riesig. Genug geredet. Runter mit euch und meldet euch zum Dienst für die Föderation. So, können wir schon steuern? Nee, noch nicht.
Schwupps, da sind wir gelandet. Und jetzt befinden wir uns auch im Spiel. Und wir können laufen, springen, hopsen. Oh, das ist sehr schön animiert. Das Gehopse da. Ja, liebe Leute. Optisch haut es mich, ehrlich gesagt, ein wenig vom Hocker, ne? Das ist die Unreal 3 Engine, die hier im Hintergrund am Werkeln ist. Da haben wir auch direkt eine große Karte hier direkt eingeblendet auf dem Bildschirm. Ja, das ganze Ding hier kommt aus Korea. Gibt's ja, glaube ich, schon seit 2011 ist das da am Start. Und die fleißigen Jungs von Frogster, die Jungs und Mädels, arbeiten da jetzt gerade an der deutschen Lokalisation. Und wie man am Intro erkennen konnte, finde ich es eigentlich jetzt nicht so schlecht gemacht. Muss mal gucken, was uns noch erwartet hier. Also sprachlich habe ich schon wesentlich Schlimmeres gesehen in MMOs. Und ist ja auch die Ausnahme, dass jedes MMO eingedeutscht wird. So. Das hier sind wohl alles Spieler. Mit dem weißen Namen über dem Kopf. Und ich würde mal sagen, hier mit dem roten Ausrufezeichen ist wohl unsere erste Questgeberin. Oh, was ist denn das? Also mit rechter Maustaste springen wir schon mal. Mit F sprechen wir die gute Frau an. Ja, die Insel der Dämmerung heißt euch willkommen. Ebenso wie Axel, Kind von Karas. Lasst euch von all der Schönheit hier nicht täuschen. Viele vor euch verfielen ihr und viele starben. Ja, Licht der Morgendämmerung. Dämmerung. Ja, ja. Legat Lahm hat Befehle für alle Neuankömmlinge. Sucht ihn auf. Ja, 10 Gold oder was ist das? Und 100 EP? Ja, Gold. Gibt's direkt Gold hier? Dann nehmen wir natürlich an. So, was ist das hier auf der Karte oben rechts? Da ist noch so ein sternförmiges Ding da eingezeichnet. Was ist das hier? Ach, das ist er hier schon. Oh, guck mal, man kriegt sogar die Entfernung angezeigt. Und man hat ein Fragenkreuz in der Mitte, also das Kampfsystem scheint wohl direkt von der Hand zu gehen. Also man muss selbst zielen. So viel weiß ich schon mal. Dann gehen wir doch das erste Quest mal ab. Kassieren ein bisschen Kohle ein und die ersten Erfahrungspunkte, jawohl. Die Runde machen. Geht weiter die Straße entlang und sprecht mit Kishale und viel Glück. Ja, das lese jetzt nicht alles vor. Der hat noch was. Das nehmen wir auch einfach mal an. Ja, dann würde ich schon mal sagen, legen wir mal los. Ah, Sound gefällt mir auch gut. Hier dieses Wasserrauschen im Hintergrund. Ist mir eine Ehre. Seid gegrüßt. Ach, das war schon die Questabgabe. So, der hat uns auch noch was aufs Auge gedrückt. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, dass man mit der Maus nicht mehr auf die Buttons klicken kann, die hier überall auf dem Bildschirm verteilt sind. Können wir rennen? Nee. Zumindest nicht mit der typischen Tastenbelegung. Ja, wo ist denn Stufe 1? Oben links. Okay. Wollte gerade sagen, wo ist denn meine Stufenanzeige? So, Kishale. Oh, da kriegen wir schon jede Menge Erfahrung direkt hier aufs Auge gedrückt. Oh, da habe ich zu schnell gedrückt. Was habe ich verstanden? Ah, jetzt können wir das hier verschieben. Das ist wunderbar. Ah, das langt mir eigentlich. Elfen weisen den Weg. Ich sollte mal besser lesen, glaube ich. Gewalt im Wald. Oh, da kriegen wir ein erstes Rüstungsteil. Ah, für Stufe 3. Ja, da müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Ja, irgendwas umhauen, ne? Was typische halt. Ja, und dann werden wir ja gleich sehen, wie das Kampfsystem ist. So, jetzt kriege ich hier auf der Minimap schon wieder irgendwelche komischen Sachen angezeigt. Und da sind auch schon andere fleißig am Kloppen. So, wie funktioniert das denn jetzt hier mit dem... Ah, mit der linken Maustaste schlagen wir. So, das war ein kleines Leck hier gerade. Da läuft noch einer rum. Ach, der hat auch ein Ausrufezeichen über den Kopf. Alles klar.
Ja, ist natürlich jetzt sehr überfarmt hier alles. Der ist noch frei hier. Nein, das ist meiner. Zählt er für uns? Nee. Wahrscheinlich nicht. Aber das finde ich sehr schön hier mit dem Kampfsystem. Das ist mal was Neues. Also, man muss wild die linke Maustaste drücken. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier noch Kombos gibt oder sonst irgendwas. So, den ersten haben wir umgenietet. Was ist das hier? Können wir den looten? Was können wir hier machen? Ah ja, mit F looten wir die quasi automatisch. Aber jetzt so Special-Sachen einsetzen, das habe ich noch nicht so raus. Mit der letzten Maustaste rollen wir uns dann so raus aus dem Kampf, beziehungsweise rein. Oh, meine Energie. Ah ne, meine Energie ist ja ganz links oben. Oh, Gold. Das nehmen wir natürlich mit. Jawohl. So, 4 Stück sollen wir von den Typen da umlegen. Oh, da ist schon der nächste Kandidat, der nächste Freiwillige. Was war da eben eingeblendet? Oh, Level Up. Wunderbar. Ja, sehr schön gemacht. Kaum zu übersehen, dass man eine Stufe aufgestiegen ist. Einen müssen wir noch umhauen, ne? Also ich glaube, wenn wir hinter Gegner gehen... Boah, hier. Jawohl, das war's. Eine Melodie verkündet, dass wir die Quest beendet haben. Ja, sollen wir noch ein bisschen weiter kloppen, oder... Ne, wir gehen mal zurück. Wir gehen mal zurück. Dann lasse ich den Blick doch nochmal hier um die... durch die Umgebung schweifen. Ah, sieht schick aus. Was ist mit dem hier? Friedlicher... Terron. Aha. Ja, die hauen wir natürlich nicht um. Nee, das wollte ich nicht. Wie kann man denn die Mauszeiger hier mal bewegen? Da blinkt so viel hier auf dem Monitor auf. Da würde ich gerne mal wissen, was das zu bedeuten hat. Spürt die Macht des Kerns. Ja, noch spüre ich sie nicht. Und wir kriegen unser erstes, ja, Rüstungsteil. Neue Schuhe. Also, wir sollen hier zu Geledus, einem Forscher, und auf dem Weg dorthin sollen wir noch Proben von unseren Gegnern einsammeln. Ja, wir sollen stets in Bewegung bleiben, von der Seite oder von hinten angreifen. Ja. Das machen wir doch mal, ne? Oh, da ist doch noch ein Questgeber. Wo ist der? Hallo, hallo, hallo. Hier. Die Wache. Was will die denn noch von uns? Jagd auf Bestien. Ihr müsst mehrere Noruks töten und ihre Felle zu Helia in Dolaris Lager liefern. Ja. Nehmen wir auch noch mit. Ist bestimmt hier um die Ecke. Ja, das finde ich schön gemacht hier mit dieser Karte, wo man auch die Wege sieht. Ah, die muss ich nochmal umnieten. Und die hier auch. Alles klar. Ach, das sind die Noruks. Gut. Hier geht's an den Kragen, du Elch. So, von hinten und von der Seite. Oh, 166er Crit. Ist die Frage, können uns die anderen das weglooten? Ich habe keine Ahnung. Bis jetzt sind wir ja noch gut durchgekommen. So, der Noruk hier, der gehört noch uns. Da gehen wir... Oh, der greift uns direkt an, oder wie? Der Sack. So, von hinten... Und von der Seite angreifen. Jawohl. Ja, spielt sich mal erfrischend anders hier mit diesem Kampfsystem. Muss ich wirklich mal sagen. Ist nicht dieses blöde Tastengedrücke da wie in anderen MMOs. Oh, das ist ein Magier hier. Hä? Ja, ja, der hat so einen Zirkel da in der Hand und immer im Kopf. So, und die brauchen wir auch, oder wie? Oder habe ich da jetzt Scheiße gebaut? Oh, jetzt kommen die alle hier. Scheiße. Nö.
umsonst umgenietet. Aber den hier brauchen wir noch. Ah, wir gehen wieder frontal ran, ne? Komisch, scheiße. Wir sollten noch von der Seite oder von hinten dran nehmen. So, von denen brauchen wir insgesamt 5. Schauen wir nochmal, ob wir die 5 noch kriegen. So, jetzt können wir nochmal gucken, ob wir da hier was weglooten können. Ah, macht man ja eigentlich nicht, ne? Nee, geht auch nicht. Das ist gut. Ja, dreht schon mal in die andere Richtung, du Arsch. Baumgestalten oder was? Und da fällt er doch zu Boden. Gold sammeln wir ein. Jawohl. So, der wird auch schon angegriffen. Ja. Der wird auch gleich angegriffen, hä? Huh? Ja. Verdammt, wird alles angegriffen, was ich angreifen will. Aber es ist ja noch genügend Ausfall da. Bleibst du da? So, von denen haben wir jetzt alle. Dann nur noch hier diese Giledus. Oder wie sie sich nennen. Komm, wo ist denn da noch einer? Na, dann lernen wir halt die Welt ein bisschen kennen. Mal einen kleinen Ausflug gemacht. Ah, unsichtbare Wände. Ach, schade, schade. Ihr könnt Gegenstände im Chat. Was mit STRG? Ja, wie komme ich denn hier in mein... Ah, alles klar. Mit Ease Inventar öffnen. Dann haben wir 10 Charakter-Slots. Nee. Was ist J? Handwerk. Alles klar. Und K sind, ja, Combo-Attacke. Können wir uns die da hinziehen? Jawohl, das ist doch gut. Beschleunigen können wir auch. Botaniker, was ist denn das? Sammeln von Pflanzen. Aha. Dann gucken wir doch erstmal, was so eine Combo da anrichtet, ne? Probieren wir doch mal an dem Kameraden hier direkt aus. Ja, ich drücke eins wie bekloppt, aber irgendwie tut sich da nichts. Achso, die Kombo ist schon das, was wir auf der linken Maustaste belegt haben. Alles klar. Sehe ich jetzt da unten. Super. Hätte ich früher mal ein bisschen aufpassen sollen. Und wir sind kurz vor Stufe 3. Ja. Drittel fehlt noch. Ein bisschen weniger. Kick um, jawohl. Aber wir brauchen noch einen. Ich hab da schon 5 umgehauen, oder? Hab ich mich da etwa verzählt? Da ist noch einer. Nein! War meiner. Das war's. Ja, das war auch meiner. Ja, das waren die ersten Quests hier, würde ich sagen, ne? Geben wir die doch mal ab. In diesem Lager hier. Da sind doch hier. Da ist er doch. Nur der Lügner sagt, vertrau mir. Ah ja. Welche Weisheiten. Boah, 90 Gold direkt. Und Level up. Jawohl. So, das heißt, wir können jetzt auch unsere tollen Stiefel da anziehen, wenn ich wüsste wie. Einfach mal Rechtsklick, oder was? Das ist die Frage. Wo ist mein Charaktermenü? Kann heutzutage nicht mehr handeln. Nee, das wollte ich nicht. Ihr kämpft, esst und trinkt, wie ihr wollt. Ihr habt Glück. Ja, ja. Optionen. Ach, hier haben wir es doch. Grundlegende Daten. Jawohl. Also mit O kommen wir da... Nee, Quatsch. Mit P kommen wir da rein. Für Personal wahrscheinlich. Und da sind unsere Schuhe. Jawohl.
Handel nicht möglich, Lagerung in der Bank nicht möglich. Okay. Warum auch immer. Und da müsste noch jemand sein hier. Fragezeichen. Ah, hier. Dullari, der Forscher, zu dem wir hin mussten. Ich gebe mein Wissen gerne weiter. Ach, die Runde machen. Da müssen wir hier so einen Spießrutenlauf machen. Oder? Für die Föderation. Ja, ich sollte es mir vielleicht mal durchlesen, aber ich will euch natürlich möglichst viel zeigen. Und ich denke, wenn ich das Spiel spiele, wenn es live ist, dann werde ich ja, mir das ein bisschen genauer durchlesen. Bringt zu Ende, was ihr anfangt. Grundausbildung. Ah ja. Willkommen! Ihr seht aus, als wärt ihr bereit, neue Fertigkeiten zu erlernen. Wie ihr Neues lernen könnt? Ganz einfach. Jedes Mal, wenn ihr eine gerade Stufe erreicht, könnt ihr einen Meister oder einen Ausbilder eurer Klasse aufsuchen, das Fertigkeitsmenü suchen und die Fertigkeit erlernen. Alles klar, versuchen wir es. Krieger, die neue Fertigkeit für euch heißt Schlagregen 1. Versucht es mal damit. Ja, haben wir wohl jetzt schon gelernt, oder wie? Geht ja recht fix. Und dann gehen wir hier mit, wo war das nochmal? Ja, gute Frage. Wo ist denn die Fertigkeit? Und der F oder die? Nee. Stets prüfen. Ja, ja, ist gut. Im Kern. Ihr wollt stark sein. Ah, Fertigkeiten erlernen. Schlagregen Stufe 2. Erlernen wir mal. Ach, das kostet direkt Gold. Alles klar. Das war's auch schon. Wie war das denn jetzt nochmal? Da war das. Schlagregen 1. So, das setzen wir mal auf die 1 hier. Jawohl. Und hier nochmal hin. Nee. Irgendwas wird doch hier mir noch angezeigt. Ach, nochmal zu ihr hier. Alles klar. Ihr wirkt entspannt. Gar nicht gut. Ah, das war die Grundausbildung. Gut, die haben wir abgeschlossen. Wunderbar. Dann würde ich sagen, ja, wo müssen wir hin? Da unten ist das nächste Fragezeichen. Ja, und wenn wir auf dem Weg nochmal einem Gegner vorbeikommen, dann probiere ich doch mal aus, was die neue Fertigkeit mir bringt. Oh, da läuft schon eine nächste Wache rum hier. Oder was ist das? Patrouille? Ah, nehmen wir alles an. Inselbewohner. Was auch immer das ist. Uiuiuiui. Boah, der macht aber ordentlich Schaden hier, das Ding. Eieiei, okay, alles klar. Sonnengewärmtes Gewand, was ist das denn jetzt schon wieder? Bringt mir das was? Für Zauberpriester, Mystiker, ne, das ist nichts für mich. So, für was muss ich die denn jetzt wieder hier umnehmen? Ah, Leertaste ist Ausweichrolle, alles klar. Also man muss auch ein bisschen reagieren können hier. Das wird dann so eingeblendet. Sonnenärmel. Schon wieder was gefunden. Meine Fresse. Aber das gehört wahrscheinlich da, ja, auch wieder für Stoffis. Ausweichen. Kommen wir auch nochmal so ein Kombo hier raus. Jawohl. Nur gibt das satt. Eisenstiefel, ja, das klingt doch nach Krieger. Oh! Verkackt. Was ist ja ein Boss hier? Bosshafter Baum. Ja, egal. Da wird es irgendwann ein bisschen spannend. Hallo, was willst du denn jetzt von mir? So, Ausweichrolle. Oh ja, ja, ist ja wie Ballett hier. Ja.
Komm, bleib gerade liegen, steh gar nicht erst wieder auf. Jawohl. Ach, der hat nur Gold gehabt. Schade. Ich dachte, der droppt jetzt mal was Schönes. Na gut, da musst du nochmal dran glauben hier. Boah, Alter, was für ein Kombo. Geil. Ausweichrolle und schon sind wir wieder hinter dem Gegner. Ja, jetzt macht sich ein anderer da am Boss. Nee, doch nicht. Ah, hier wird ja schon jeder kaputt geklopft. Ja, wann spawnt denn da der nächste hier? Ich laufe hier einfach mal im Kreis, lauf das Gras in den Boden. Und lauf doch nochmal ein wenig weiter. Ja, da kommt er. So, Rolle gemacht. Und dann gibt es auch die 12 hier. Also ihr seht, das ist auch ein wenig blutig hier. Bahnbrechender Handschutz. So, den brauchen wir doch auch. Jawohl. Dann nehmen wir dich mal mit. Oh, der hätte ich ausweichen müssen. Scheiße. Der letzte, jawohl. Oh, was Grünes. Vornehmer Rhombus, was ist das denn? Fortschritt, leichte Beute. Aha. Gucken wir da mal nach, was wir hier haben. Will er was von mir? Ne. Doch! Alter! Du hast angefangen hier, Kollege. Boah, der hat aber ordentlich... Uiuiui, ich bin gleich kaputt. Naja, dann sehen wir das auch mal, wie das aussieht. Verband F1. F2 ist irgendein Trank. Keine Ahnung, was der macht. Da erholt er sich jetzt, oder wie? Nee. Oh, jetzt hat er sich erholt. Beziehungsweise wir regenerieren. Immer noch, immer noch, immer noch. Komm, hau doch mal ab, du Arsch. Ja, wirklich viel macht er nicht, ne? So, der kriegt aber trotzdem noch auf den Sack. Dafür, dass du mich so kaputt gemacht hast, du Blödmann. Nein, hau ab. Ach, das weiß ich auch, für was die Ausrufezeichen über ihren Köpfen sind. Aber das Gold nehmen wir noch mit. Ach, da steht er schon wieder. Lass mich schon in Ruhe. Ja, die Farbe einer Quest in eurem Questbuch, oh Gott, das ist so schnell wieder ausgeblendet. Wahrscheinlich irgendwas mit dem Schwierigkeitsgrad. Nochmal so ein Boss hier. Will ich mir gar nicht erst antun hier. Ah, da winkt doch schon einer, hallo, grüß dich. Wir erobern die Welt. Braucht ihr Hilfe? Hallo, was war denn jetzt der zweite Bildschirm? Der Lob sei wellig. Man sieht sich mal wieder. Gut. Ja, man sieht sich irgendwann mal wieder. So, Quest abgeben. Beziehungsweise die Runde machen. Sind wir ja immer noch dabei. Stimmt. Wir müssen ja erstmal einen Rundgang hier starten. Ich tue meine Pflicht. Krieger. Hey, hallo. Ne, ersetzt. Ist aber auch für Krieger. Alles klar, alles klar. Ist auf jeden Fall besser als das, was wir jetzt haben. Zwar nicht viel, aber ein wenig. Ach, was haben wir denn so alles im Inventar? Was war denn dieser Rhombus hier? Aufwertungskristalle. Können wir wahrscheinlich noch Rüstung upgraden oder so? So, den ziehen wir mal an. Das war das, was wir eben bekommen haben. Das hier ist auch ein wenig besser. Aber man sieht optisch an der Rüstung jetzt nicht viel, ne? Oder? Habe ich da jetzt einfach nicht drauf geachtet.
Ah, muss ich mir nachher im fertigen Video nochmal angucken. Ach, jetzt müssen wir wieder zurück. Ach, scheiße ist das. Ne, da oben geht's nochmal rein. Hier in diese, ja, Stadt oder was das ist. Oh, guck mal, das sieht doch cool aus. Hier so ein riesiger Baum. Oder was das da sein soll für ein Gebilde. Ja, gucken wir uns das Ganze nochmal ein wenig näher an. So, hier müssen wir doch irgendwo hin. Turmbasis. Alles klar. Zu Atria. Ich bin ganz Ohr. Aha. Ja, die Rüstung nimmt sich nicht viel mit der, die wir jetzt gerade tragen. Oh, Zwillingsschwerter. Das ist natürlich super. Neue Waffen kann man immer brauchen. Und wir sind Stufe 4. Ja. Und mit diesem Stufenaufstieg würde ich sagen, verabschiede ich mich erstmal. Das war mal ein kleiner Einblick in Terra. Ich denke, ich werde jetzt noch weiter hier Videos machen. Und ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann, euer Darkson. Viel Spaß beim Zocken.